Willkommen zu diesem Video. Heute stellen wir euch die besten Metalldetektoren vor. Auf Schatzsuche gehen und alte verborgene Schätze ausfindig machen, das weckt wahre Kindheitserinnerungen. Wer hat als Kind nicht einmal davon geträumt, einen richtigen Schatz zu bergen? Wahrscheinlich ist dies auch eines der Gründe, weshalb das Sondeln nach Metallgegenständen und Verborgenen immer mehr kleinerer und größerer Schatzsucher begeistert. Mit einem Metalldetektor lassen sich Metalle wie Eisen, Gold und Bronze oft metertief aufspüren. Der erste Metalldetektor geht auf das Jahr 1870 zurück und wurde nicht primär zum Aufspüren von Schätzen, sondern für den Bergbau verwendet. Die heutigen Metalldetektoren haben eine Vielzahl von Funktionen. Wer Lust auf kleine Abenteuer hat, der findet im Sondeln von Metallgegenständen ein spannendes Hobby. Aber was genau sollte man beim Kauf eines Metalldetektors beachten? Wir vergleichen einige aktuelle Modelle miteinander und schauen, welche Eigenschaften ein guter Metalldetektor haben sollte. Wenn du dich auf das Video freust, dann lasse jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Alle Metalldetektoren, die wir vorstellen, findest du in der Videobeschreibung verlinkt, wo du sie zu günstigen Preisen und Angeboten bestellen kannst. Den Anfang in unserer Liste macht der Quest Q30 mit einem Preis von ca. 330 Euro. Der Quest Q30 ist mit Mikroprozessoren und einer speziellen Software ausgestattet und sorgt somit für eine recht hohe Geschwindigkeit und größtmögliche Präzision und ist laut Hersteller dank seiner einfachen Bedienung sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Sondler der perfekte Begleiter. Der Metalldetektor ist mit einer 28x23 cm Turo DD Raptor X Suchspule für mehr Tiefe und schnellere Reaktionsgeschwindigkeit ausgestattet. Die integrierte 3000 mAh Lithium-Polymer-Batterie bietet eine Laufzeit von ca. 30 Stunden. Der Q30 lässt sich dank Camlocks einfach auf die eigene Körpergröße anpassen oder für den Transport zusammenschieben. Via Bluetooth lässt sich der Metalldetektor mit einer App verbinden. Mit der Quest Go App kann die Erkennungsaktivität dokumentiert und auf Social Media geteilt werden. Der Q30 kommt mit folgenden Vorteilen: Er ist wasserdicht bis 5 Meter Wassertiefe und hat eine einstellbare Empfindlichkeit. Zusätzlich hat er einen Kopfhöreranschluss und ist größenverstellbar. Das Nachteil ist allerdings, es ist als Einsteigermodell recht hochpreisig. Als nächstes in der Liste haben wir den Dr. Oetek MT-XR Metalldetektor mit einem Preis von ca. 220 Euro. Der Dr. Oetek MT-XR Metalldetektor verfügt über 5 unterschiedliche einstellbare Modi und erlaubt es, die Empfindlichkeit variabel einzustellen. Die Suchspule hat eine Erfassungstiefe von ca. 25 cm. Er bietet ein großes, leicht ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, so lässt sich der Metalldetektor auch im Dunkeln gut verwenden. Laut Hersteller verfügt er über einen Memory-Modus und erkennt bei Bedarf nur eine bestimmte Art von Metall. Die Teleskopstange ist höhenverstellbar und eignet sich von der Größe sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Der Dr. Oetek kommt mit einer Mid-Pin-Point-Funktion, einem Memory-Modus und hat ein beleuchtendes Display. Die Empfindlichkeit ist einstellbar und er hat einen Kopfhöreranschluss. Allerdings können folgende Nachteile auftreten, dass das Display möglicherweise nicht auf Deutsch ist und im Vergleich hat er auch ein sehr hohes Gewicht. Als nächstes kommt der Garrett Ace 200i mit einem Preis von ca. 200 Euro. Der Garrett Ace 200i ist besonders für Einsteiger gut geeignet. Er hat eine Suchfrequenz von 6,5 kHz und wiegt 1,3 kg. Die Suchspule misst 16,5 x 22,8 cm. Das Gerät ist größenverstellbar und lässt sich zwischen 100 und 135 cm individuell einstellen. Er lässt sich schnell in 3 Einzelteile zerlegen und kann somit ganz einfach transportiert und verstaut werden. Die Metallsonde ist mit einem Kopfhöreranschluss und einer Armstütze ausgestattet. Sie wird mit 4 AA-Batterien betrieben und erzeugt 3 unterschiedliche Signale, je nach Leitfähigkeit des Gegenstandes. Des Weiteren kann der Metalldetektor in unterschiedlichen Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden und hat eine Tiefenanzeige. Diese gibt an, wie tief sich das Zielobjekt im Boden befindet. Der Garrett Ace 200i kann platzsparend verstaut werden und hat eine einstellbare Empfindlichkeit. Zusätzlich hat er einen Kopfhöreranschluss. Das einzige Nachteil ist leider, er kommt ohne Pinpoint-Funktion daher.
Solltest du dich für das Garrett Ace 200i interessieren, dann folge jetzt mal dem Produktlink in der Videobeschreibung, um dich weiter zu informieren. Als nächstes kommt der Bounty Hunter Discovery 1100 mit einem Preis von ca. 160 Euro. Der Bounty Hunter Discovery 1100 ist mit einer digitalen Touch-Anzeige ausgestattet und eignet sich laut Hersteller sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Der Metalldetektor hat zwei Suchmodi und verfügt über drei unterschiedliche Tonsignale. Er findet metallische Fundstücke in einer Tiefe von bis zu 60 cm. Die Suchspule hat einen Durchmesser von 18 cm und ist austauschbar und wasserdicht. Der Schaft besitzt eine ergonomische Form und lässt sich auf eine Länge zwischen 112 und 129 cm einstellen und ist somit von der Größe sowohl für Kinder als auch Erwachsene gut geeignet. Die Vorteile vom Metalldetektor sind, dass er eine austauschbare Suchspule hat und der Schaft mit einer ergonomischen Form daherkommt und einstellbar ist. Natürlich ist sein Kopfhöreranschluss auch vorhanden. Die Nachteile sind allerdings, dass die Batterien nicht im Lieferumfang enthalten sind und ein recht hohes Gewicht kommt auch noch dazu. Als nächstes in der Liste haben wir den Sanpo OT-MD02 mit einem Preis von ca. 140 Euro. Mit dem Sanpo OT-MD02 Metalldetektor lassen sich alle möglichen Arten von Metallen wie Silber, Gold und Münzen erkennen. Er verfügt über drei unterschiedliche Betriebsmodi, die die Erkennungseffizienz verbessern können. Die Suchfunktion lässt sich genau kalibrieren, sodass sich unerwünschte Suchergebnisse ausblenden lassen. Dank der GND-Track-Funktion zeigt das Gerät auf dem Display den genauen Standort des Ziels an. Die Erkennungsgenauigkeit lässt sich dank dem Get-Ball-Knopf verfeinern. Die Erkennungstiefe beträgt bis zu 24,5 cm. Die 10 Zoll Suchsonde ist wasserdicht und die Teleskopstange verstellbar. Im Lieferumfang ist eine kleine Schaufel, eine Tragetasche sowie Kopfhörer inbegriffen. Die für den Betrieb notwendigen Batterien fehlen jedoch und müssen zusätzlich verworben werden. Der Metalldetektor hat eine komfortable Armstütze und eine umfangreiche Kalibrierungsfunktion. Das Gerät kommt mit einem LC-Display und einem Kopfhöreranschluss daher. Mit im Kauf sind eine Schaufel, eine Tragetasche und Kopfhörer inbegriffen. Leider sind keine Batterien im Lieferumfang erhalten. Das Benutzerhandbuch gibt es auch nur auf Englisch. Als letztes in der Liste haben wir den Hazelwolke MD5030 mit einem Preis von ca. 130 Euro. Laut Angaben des Herstellers ist der MD5030 in der Lage, den Wert des gefundenen Objekts zu erkennen und es als Eisen oder Metall mit niedrigem, mittleren oder hohem Wert zu klassifizieren. Er verfügt über zwei unterschiedliche Tonsignale, um die Unterscheidungen von erkannten Metallarten zu erleichtern. Zudem gibt es zwei Betriebsmodi, mit denen sich die Erkennungseffizienz verbessern lässt. Der Metalldetektor kann bequem zwischen 107 und 133 cm auf die gewünschte Länge angepasst werden. Die Suchspule hat eine Erfassungstiefe von 22 cm und ist wasserdicht. Im Lieferumfang ist eine Tragetasche, eine Schaufel sowie Kopfhörer inbegriffen. Der MD5030 bringt folgende Vorteile mit sich. Er kommt mit einem Disk- und Pinpoint-Modus daher und hat zwei verschiedene Audiosignale. Die Größe ist verstellbar und natürlich kann man Kopfhörer anschließen. Und es ist natürlich viel Zubehör im Lieferumfang enthalten. Die Nachteile sind allerdings, dass die Lautstärke nicht regelbar ist und er kommt ohne Batterien und hat vergleichsweise auch ein sehr hohes Gewicht. Unser Fazit. Welcher Metalldetektor die beste Wahl ist, hängt sowohl von den örtlichen Bedingungen als auch von den persönlichen Erwartungen ab. Je umfangreicher die Einstellungsmöglichkeiten und die Reichweite, desto hochpreisiger ist meist auch das Modell. Die Hersteller geben die Suchfrequenz in Kilohertz an. Sie gibt Auskunft über die Signale, die innerhalb einer Sekunde in den Boden gelangen und reflektiert werden. Bei einer niedrigen Frequenz hat man den Vorteil, dass die Signale tiefer in den Untergrund gelangen können. Bei einigen Modellen hat man die Möglichkeit, die Frequenz an die jeweilige Suche anzupassen. So kann man bei Störungssignalen die Frequenz einfach wechseln. Der ideale Metalldetektor sollte möglichst störungsfrei laufen und im Idealfall eine gute Erkennungstiefe aufweisen. Das Einstellen unterschiedlicher Modi zum Unterscheiden unterschiedlicher Metallarten ist vom Vorteil, wenn man etwas Bestimmtes bergen möchte. Für jemanden, der nur aus purer Freude sondeln möchte, sich beim Entdecken überraschen lassen möchte, für den ist es wohl kein ausschlaggebendes Kriterium.
Wer mit der ganzen Familie Spaß am neuen Hobby haben möchte, sollte auf ein eher leichtes und größenverstellbares Modell setzen und schauen, dass das Gerät einfach zu bedienen ist. Wer gerne am Strand sondeln möchte, sollte zudem unbedingt darauf achten, dass die Suchspule wasserfest ist. Alle vorgestellten Metalldetektoren wären eine gute Wahl, die Frage ist nur, welche ist die perfekte Wahl für deine Bedürfnisse? Schreib es uns in die Kommentare. Für welches Modell entscheidest du dich? Alle Metalldetektoren kannst du dir noch einmal im Detail anschauen und vergleichen, wenn du den Produktlinks folgst. Dort findest du auch alle aktuellen Angebote und Rabatte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass jetzt einen Daumen rauf da und teile das Video mit deinen Freunden, die auch nach einem Metalldetektor brauchen. Abonniere den Kanal, wenn du keine neuen Videos mehr von uns verpassen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald!